Die Staatssekretärin in der Berliner Senatskanzlei, Sausan Cebli, plädiert dafür, sich gegen rassistische Beleidigungen juristisch zu wehren. Es lohnt sich, so die SPD-Politikerin bei einem Gespräch mit dem Spiegel. Ich habe auch Reaktionen bekommen, wenn ich gewonnen habe, dass die gesagt haben, es tut mir total leid im Nachhinein. Einige hätten durch den juristischen Schritt gemerkt, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden können, so die Politikerin. Cebli ist gebürtige Berlinerin und Staatssekretärin für bürgerliches Engagement. Sie hat palästinensische Wurzeln und erhebt immer wieder ihre Stimme gegen Rassismus, Hass, Intoleranz und für eine offene Gesellschaft. Insbesondere in den sozialen Medien wird sie deshalb regelmäßig angegriffen und beleidigt.